Mareile Höppner. Schön, dass Sie da sind. Seelmann Eggebert. Genau. Der ist natürlich noch da und noch an meiner Seite. Genieße ich natürlich auch noch sehr. Wie schafft man sich sowas alles drauf? Es ist tatsächlich so, dass man ganz klassisch Bücher liest am besten darüber, Interesse dafür hat, Spaß davon hat, sich von manchen Geschichten nicht abschrecken lässt, dass man ein bisschen in die Historie guckt und ansonsten einen guten Partner an der Seite hat. Und das habe ich mit Rolf Seelmann Eggebert auf jeden Fall. Heute ist der Mann der spanischen Infantin. Mhm. Naja, das gehört natürlich immer zusammen. Ich bin zum Glück dann doch nicht nur dem Schönen verpflichtet, wobei das Schöne sich immer leichter wegmoderiert als das nicht so Schöne, das ist ja klar. Ich würde gerne sagen, es kommt in den besten Familien vor, aber das wäre zu kurz gesagt, denn es kommt tatsächlich so etwas ganz selten vor. Und dieser Fall in Spanien hat gezeigt, dass die auch ganz bewusst gesagt haben, es soll für sie das gleiche Recht gelten. Also sie. Der ging ja gerne mal auf Elefantenjagd oder was er sonst noch alles jagte. Frauenjagd auch. Nicht, sonst so jagte. Wenn da einmal der Wurm drin ist, wie kann man denn da das Vertrauen zurückkriegen? Naja, das ist natürlich ein Grundproblem der Monarchie, dass sie dieses Vertrauen benötigen, unbedingt diese Unterstützung im Volk brauchen, aber natürlich die große Problematik haben, wie entwickeln wir uns in die Zukunft? Wie können wir fortschrittlich bleiben? Wie können wir... Bleiben? Werden, lassen Sie sich jetzt. Ja, natürlich. Keine mehr frei im Moment. Da. Ach so, wegen Trump. Die werden doch alle steinalt wegen dem Gin. Die Damen werden alt. Was trinken denn die Männer? Es ist nicht so sehr überliefert. Von Charles heißt es, dass er ab und zu gerne mal Gin und Whisky trinkt. Aber bei der Queen ist es auch der Gin. Aber vor allem bei Queen Mom. Ganz ehrlich, nee, komm, ich möchte wissen. Kaffeetafel ein bisschen größer. Das war weiter südlich, war nicht hier im Westen. Ne? Nee, das war so mit dem Lohnjanker, sieht man das ja schon. Südliche Ecke. Man meint ja immer, dass sie alle sehr, sehr konservativ sind. Wenn ich mich so mit den Königshäusern Europas beschäftige, hat das irgendeine Veränderung bei Ihnen ausgelöst? Nee, also ich schreite noch nicht durch mein Wohnzimmer und probiere Krönchen auf. Aber sie finden das so toll. Weil ich finde, dass der unter den royalen Vertretern der lustigste ist. Und ich vermute, dass der die besten Partys macht. Und der könnte zum Thema über Frau Luther, der ist halt sehr offen und interessiert. Und das, finde ich, macht ihn einen... Kann man Kreis gehören oder gibt es da so versteckte Verwandte? Ach, da gibt es reichlich versteckte Verwandte. Nämlich da eigentlich schreitet und man muss das ja ganz gerade machen, dass sie dann so läuft und dass dann jemand mitläuft und ihr sagt, dass sie ganz gerade gehen soll. Also man muss es üben. Es ist keine Schwierigkeit. Das hat sie aber jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht. Ne? Ja, die hat es mittlerweile drauf, glaube ich. Ja, stell dir vor, die kippt um. Oh Gott. Macht doch ganz schlechten Eindruck, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und weiß. Aber dann habe ich auch einen Preis gekriegt zu einem Buch. Hat man auch schon irgendwelche besonderen Plätze dafür oder läuft es rund? Ich muss, glaube ich, unbedingt darüber nachdenken, dass ich auch so einen Platz schaffe für einen guten Preis. Hat er denn den Bambi schon gesehen? Er kommt da nicht mit. Der kommt da nicht rein. Moment, Rebecca Imasa will ganz loswerden. Also ich habe dem gelauscht und ich aufs Leben vorbereiten, dass die auch in unserer Gesellschaft eine andere Anerkennung. Morgens, nachdem ich die Schulbrote geschmiert habe, dann packe ich alles neben den Kühlschrank, mache den auf und packe alles rein. Okay. Also so, da kann man strauchen. Ja, leuchtet ein. Noch irgendwas festgestellt, irgendwas Aufsehenerregendes? Blutjung, man sieht es an den Händen. Ah ja, die Hände sind ja verrückt. Ja, die Hände verraten das Alter. Es hat ja hier mal die wunderbare, leider... Die Region ist schon sehr viel Opium fürs Volk auch, ne? Freiheit des Glaubens ist sehr wichtig. Das finde ich allerdings auch, ja. Bitte? Also. Freiheit des Glaubens ist wichtig. Es ist ja, wenn man sich damit... Ich habe eben schon gesagt, bei Bela B. Wir bereiten uns vor. Kleinen Moment, der Trend geht nämlich zum Damenbad. Da bin ich auch ganz... Ja, wirklich. Grandios. Super. So, danach wirst du dann nie wieder Religionslehrerin. Das stimmt. Das hat sich gelohnt. Die Idee, das ist, naja, ich liebe ich liebe Genres und dieses Genre. Ich bin totaler Fan. Ich bin absoluter Bud Spencer und Terence Hill Fan, habe alle Filme gesehen, den Butthammer. Butthammer. Also, als sie das vorhin anbrachte, den Fachausdruck Butthammer, ja. Traumfrau, leider.